Frisch im Urlaub anbekommen, habe ich erstmal ganz kurz Schnappatmung bekommen, denn es wäre so richtig typisch gewesen, dass sobald ich im Urlaub bin, einfach der erste Trailer oder auch nur ein Teaser zur neuen Godzilla Apple TV Plus Serie mit dem Titel Monarch Legacy of the Monsters gedroppt wird. Warum ich davon ausgegangen bin, dass genau das immer passieren wird, ist, naja, wir haben jetzt wirklich erste exklusive Bilder bekommen. Und ich muss sagen, ich bin schon extrem gehypt drauf. In diesem Video besprechen wir jetzt einfach mal alles, was über die Serie bisher bekannt ist und quatschen einfach mal so über die grundlegenden Informationen, die du vielleicht wissen solltest, wenn du dir Gedanken darüber machst, würde ich mir wegen dieser Serie extra Apple TV Plus holen. Ich kann es nur empfehlen. Warum du so ist, erfährst du in diesem Video. Wir quatschen jetzt über Godzilla Legacy of the Monsters. Nein, Monarch Legacy of the Monsters. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das Monsterverse, das startet schon ein bisschen wirr, bin ich der Meinung. Also wir haben ja Godzilla 1 bekommen im Jahr 2014, danach kam King of the Monsters und danach kam Godzilla vs. Kong. Erst danach wurde offiziell erklärt, ja, wir planen jetzt ein riesiges Monsterverse aufzubauen, so ein bisschen in Form von Marvel, leichter abgeschwächter natürlich auch. Und ich war eben sehr gespannt, dann herauszufinden oder das erste Mal mitzubekommen, was denn da jetzt wirklich geplant ist. Und dann haben wir eines Tages dann die ersten Projekte veröffentlicht bekommen. Wir bekommen eine Skull Island Animationsserie, über die sprechen wir auch noch in einem anderen Video. Wir bekommen eine Apple TV Plus Exklusivserie über das Thema Godzilla, damals wussten wir den Namen eben noch nicht. Und wir bekommen eine Fortsetzung zu Godzilla vs. Kong. Chronologisch gesehen werden diese verschiedenen Projekte auch in der Reihenfolge rauskommen. Das heißt, die Skull Island Serie haben wir ja bereits bekommen auf Netflix. Danach wäre dann die Apple TV Plus Godzilla Serie gestartet, auch noch dieses Jahr 2023, so war zumindest der offizielle Plan. Und erst 2024 sollten wir dann mit dem Godzilla Cross Kong oder Godzilla X Kong eine Fortsetzung bekommen zu Godzilla vs. Kong. Wie eben schon erwähnt, die Netflix Serie zu Skull Island haben wir jetzt inzwischen auch bekommen, die kannst du dir auf Netflix kostenfrei angucken, wenn du eben einen Account hast. Und den ersten Teaser haben wir auch schon bekommen von Godzilla Cross Kong. Und da habe ich mir gedacht, ja, Moment, da fehlt uns aber noch ein bisschen was dazwischen. Also uns fehlt noch alles Mögliche über die Apple TV Plus Godzilla Serie, die ja zwischen diesen beiden Projekten erscheinen soll. Ich meine, Godzilla Cross Kong, ey, wir haben da einen kurzen Teaser bekommen, wo man scheinbar den Antagonisten sieht. Ich habe dir mal ein Theorievideo zu diesem Antagonisten da oben verlinkt, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Also nichts wirklich Großes, was wir da bekommen haben, aber wir haben zumindest schon mal einen ersten Teaser bekommen. Während wir zu der Godzilla Apple TV Plus Serie noch überhaupt nichts gesehen haben, obwohl die ja dieses Jahr noch erscheinen soll. Das fand ich ein bisschen seltsam und ich weiß auch bis heute nicht, woran das liegt, ob man da vielleicht in den Nachproduktionen noch ein bisschen irgendwas nachgedreht haben könnte. Wie auch immer, das Erscheinungsjahr wurde nicht verändert. Die Serie scheint immer noch 2023 zu erscheinen und ich rechne damit, dass wir den ersten Teaser oder vielleicht auch den ersten richtigen Trailer jetzt schon sehr bald bekommen werden. Ich habe jetzt hier mal alle Infos zur Serie für euch zusammengetragen und wir quatschen auch nochmal ganz kurz über die ersten Bilder. Fangen wir einfach mal damit an, ich werde es hier mal kurz einblenden. Wir bekommen hier einmal ein Bild von Godzilla zu sehen und da haben mir einige von euch geschrieben, Godzilla sieht ein bisschen seltsam aus. Ich finde, der sieht genauso aus wie auch 2014, was ja auch Sinn ergibt. Denn die Serie spielt zwischen Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters. Ebenfalls haben wir auch ein Bild von Kurt und Wyatt Russell bekommen, also wirklich Vater und Sohn, die aber in der Serie exakt dieselbe Rolle verkörpern. Die eine Figur eben, also Wyatt Russell spielt die jüngere Variante dieser Figur und Kurt Russell eben die ältere Variante. Und damit sprechen wir jetzt einfach mal über die Geschichte, die uns denn wirklich erwartet in dieser Apple TV Plus Serie. Also ja, hier wird es zu kleinen, minimalen Spoilern kommen, die aber eigentlich einfach nur das wiedergeben, was wir jetzt eben bisher auch von offizieller Seite aus erfahren haben. Die Serie wird exklusiv auf Apple TV Plus erscheinen, was nicht bedeutet, dass sie nicht auch früher oder später auf Blu-ray oder auf 4K rauskommen wird. Ich schätze mal, das wird eben einfach dann schon passieren. Apple TV Plus ist ein super geiler Streaming-Anbieter und nein, ich habe hier keine bezahlte Werbung jetzt dafür, aber ich sage es immer wieder, wenn ich mir Netflix angucke und sehe, wie überfrachtet Netflix mit einer Flut an Bullshit Material ist. Alles, was irgendwie nicht gut genug fürs Kino ist, landet einfach bei Netflix. Und du hast so extrem viel Bullshit bei Netflix.
Dagegen ist Apple TV Plus einfach wirklich ein reiner Segen. Du hast hier eine wesentlich kleinere Auswahl an Projekten, dafür sind die aber wirklich weise gewählt und ey, sogar die Filme oder Serien, die mir jetzt nicht so gefallen haben, also mir persönlich nicht gefallen haben, sind vom Produktionsaufwand her unfassbar krass gemacht. Ich habe noch keine einzige Serie gesehen und noch keinen einzigen Film gesehen von Apple TV Plus, der nicht mindestens Kino-Hollywood-Niveau hatte. Noch dazu gibt es hier auf Apple TV Plus auch Serien wie die Dokumentationsserie Prehistoric Planet Staffel 1 und Staffel 2, die einfach mal unfassbar genial sind. Also das sind wirklich Dokumentationsserien über Dinosaurier, die nicht nur extrem genial aussehen, sondern auch wirklich aktuellste Forschungen über Dinosaurier mit reinbringt. Und ich finde, die Bilder der Godzilla-Serie unterstreichen das, was ich eben gesagt habe, nochmal, denn diese Bilder sehen einfach aus, als wären sie wirklich aus dem Kinofilm rausgeschnitten worden. Die Serie wird laut aktuellem Stand 10 Episoden besitzen. Wie lange jetzt die Episoden geht, darüber gibt es verschiedene Spekulationen. Man schätzt aber ungefähr eine Stunde. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Maßstab sein zwischen 45 Minuten und 60 Minuten, könnte ich mir vorstellen. Drunter wird das sehr wahrscheinlich nicht werden. Ebenfalls wird Apple TV Plus die einzelnen Folgen nicht am Stück veröffentlichen, sondern eben wochenweise. Worüber ich mich zum Beispiel sehr freue, denn da können wir dann uns wirklich auch Zeit nehmen und auch über das ein oder andere Thema der einzelnen Episoden sprechen. Ich habe da wirklich sehr, sehr Bock drauf, denn ich glaube, das Ganze könnte auch sehr mysteriös aufgebaut werden. Aber wir quatschen gleich nochmal in Ruhe über die eigentliche Geschichte. Denn die wird, wie eben gerade schon erwähnt, zwischen Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters angesiedelt sein. Und ja, warum denn genau zwischen diesen beiden Filmen? Weil diese beiden Filme eben, naja, bestimmte Höhepunkte zeigen, aber die Auswirkungen der Höhepunkte eigentlich nie wirklich beleuchten. Und zwar, wie reagiert denn eigentlich die Welt darauf, dass wir auf einmal einen Kaiju haben, wie zum Beispiel Godzilla? Wie reagieren verschiedene Regierungen darauf und das sogar global gesehen? Die Serie soll genau diese Thematiken mit einbauen. Und ich weiß, viele denken sich dabei, ach, ich brauche jetzt hier aber keine politischen Themen und alles drum und dran. Ich sag ganz ehrlich, ey, ich finde es immer sehr interessant, mal zu sehen, wie die gesamte Welt auf bestimmte Bedrohungen reagiert. Das hätte ich mir auch längst bei Marvel mal gewünscht. Wie reagiert denn zum Beispiel ein Saudi-Arabien auf Superhelden? Eine Sache, die einfach nie wirklich beleuchtet wird. Man bleibt immer so im kleinen US-amerikanischen Kosmos, was auch irgendwo in Ordnung ist. Diese Serie allerdings, also Monarch Legacy of the Monsters, soll wohl aber die globalen Auswirkungen der Erscheinung von Godzilla und weiteren Kaijus behandeln. Da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Hat irgendjemand von euch das Buch World War Z gelesen von Max Brooks, wo er durch die gesamte Welt reist und quasi Leute interviewt und mit den Leuten über eine Zombie-Apokalypse spricht, die aber schon vorbei ist und dann immer wieder so ein paar Fakten klärt, wie bestimmte Länder da vorgegangen sind. Ich finde es einfach nur unfassbar interessant und das Ganze wird jetzt hier keine extrem politischen Ausmaße annehmen, das glaube ich nicht, aber man geht auf jeden Fall darauf ein, wie denn jetzt die gesamte Welt auf die Erscheinung eines Kaiju reagiert. Und wenn es nur ganz kurz am Anfang im Intro ist, ich bin doch schon sehr gespannt drauf. Die Comics bleiben weiterhin im Kanon. Ja, es gibt, meine ich, 3 oder 4 Comics, die ich dir gerade mal hier eingeblendet habe, die offiziell im Kanon der Geschichte sind. Allerdings werden diese Comics hierbei nicht wirklich berücksichtigt werden. Also du kannst die gelesen haben, um Hintergrundinformationen zur Geschichte zu bekommen. Die Comics bleiben weiterhin im Kanon, werden aber nicht notwendig sein, um zu verstehen, was in der Serie passiert. Und ja, ey, ich habe den ersten Comic dazu gelesen und tatsächlich ist der ganz nett. Dazu kommt auch nochmal ein Video von mir. Ich werde alle Comics dazu mal reviewen, die eben zum Monsterverse mit dazugehören. Die kann man gelesen haben, die sind ganz nett, aber ich wüsste auch nicht, was man da jetzt weiter mit einbauen sollte. Also von daher, ihr könnt die Comics gerne lesen, müsst es aber eben nicht machen, um die Serie zu verstehen. Allerdings wird die Serie dann doch relativ viel Bezug auf die Filme nehmen. Ich finde es schön, dass man das hier wirklich auch so offiziell sagt und das nicht macht wie bei Marvel, wo am Anfang noch gesagt wurde, naja, also eigentlich musst du WandaVision nicht gesehen haben, um Doctor Strange 2 zu verstehen. Was passiert in Doctor Strange 2? Naja, sie gehen genau auf die Ereignisse aus der Serie ein. Das soll jetzt hier eben auch der Fall sein. Man wird eben die Ereignisse der Filme mit einbauen oder sie werden zumindest eine Rolle spielen, was hier auch irgendwo Sinn ergibt. Ich meine, die Serie handelt nun mal auch von dem Effekt, den Godzilla auf die Welt hat nach 2014. Des Weiteren wurde hier geschrieben, der Zuschauer wird der Handlung zweier Geschwister folgen, die versuchen, die geheimnisvolle Verbindung ihrer Familie zur Organisation Monarch aufzudecken. Ja, das wussten wir auch schon vorher. Monarch wird hier eine zentrale Rolle spielen. Warum Monarch?
Naja, weil die Organisation noch nicht wirklich beleuchtet wurde und weil die sich ja sehr stark mit dem Thema Kaiju beschäftigen. Das heißt, hier könnten wir sehr viel Exposition bekommen, die aber irgendwie sinnvoll in die Geschichte eingeflochten wird, weil eben Monarch sich ja auch mit der Thematik beschäftigt. Und deswegen macht es halt auch einfach Sinn, dass wir als Zuschauer durch diese Serie, durch Monarch, immer mehr über die Kaijus erfahren. Noch dazu denke ich mal, dass die beiden Geschwister, um die es hier gehen soll, einfach nicht wirklich in der Thematik drin sind und deswegen haben wir hier unsere beiden Figuren, die genauso viel wissen wie wir als Zuschauer und die bekommen dann eben von Monarch nach und nach irgendwelche Informationen gedroppt oder eben durch die Ereignisse in der Serie, die dann eben auch wir als Zuschauer zum allerersten Mal hören und so hat man dann eben eine Zuschauer-Protagonisten-Bindung aufgebaut. Ist eine 0815 Herangehensweise, ja, aber sie funktioniert eben einfach. Übrigens sollen auch irgendwie die Eltern der beiden Geschwister in Monarchs Machenschaften verwickelt sein. Und deswegen wollen die herausfinden, inwiefern denn wirklich jetzt, naja, Monarch und die Vergangenheit von Monarch eine Rolle in ihrem eigenen Leben zu spielen hat. Auf der Jagd nach Hinweisen diesbezüglich lernen sie einen Armeeoffizier namens Lee Shaw kennen, der von Kurt Russell und Wyatt Russell gespielt wird. Wird der Name Wyatt ausgesprochen? Wie Wyatt Earp? Naja, auf jeden Fall spielen hier Vater und Sohn dieselbe Rolle. Und eben gerade habe ich noch gesagt, die Serie spielt auf jeden Fall zwischen Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters. Aber dadurch, dass Kurt Russell in seiner älteren Variante eben diesen Lee Shaw spielen wird, der zwischen Godzilla 2014 und King of the Monsters auftauchen wird, müsste ja sein Sohn, die jüngere Variante, noch weiter in der Vergangenheit spielen und ja, so ist es eben auch wirklich. Denn ebenso ist noch geschrieben, die Handlung spielt zum einen in den 1950er Jahren und eben, naja, in dem Jahr 2014 bis 2015, wo dann eben auch die Serie an sich selber spielt. Ich schätze mal, dass wir hier auch mit sehr starken Flashbacks arbeiten werden. Und warum gehen wir so weit zurück in die Vergangenheit? Naja, weil Monarch eben schon wesentlich älter ist, als wir das überhaupt wissen. Und ich glaube, man geht hier ganz stark auf die Verbindung zu Monarch ein oder auch was Monarch ist, wo kommen die her, wer hat die wirklich gegründet, was wollen die eigentlich jetzt wirklich explizit? Und dieser Lee Shaw wird von Monarch auch mehr oder weniger gejagt. Hier ist zwar nicht von gejagt geredet, aber es wird eben geschrieben, dass die Organisation Monarch wird von Lee Shaw bedroht und ist deswegen auch eine Bedrohung für ihn, da Lee Shaw etwas über die Organisation weiß, was niemand wissen darf. Ich glaube, dass dieser Effekt oder dieser Aspekt in der Geschichte sehr, sehr wichtig sein wird. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr drauf, dass wir möglicherweise jede Woche nach jeder Episode spekulieren können, was jetzt hier wirklich gerade Sache ist. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt Geheimnisse. Ja, also, wie eben gerade schon erwähnt, es wird irgendwie ein Geheimnis geben, was Monarch angeht. Ich könnte mir sogar vorstellen, ey, wenn es ein Spoiler ist, dann nicht offiziell, das ist nur meine Theorie, dass man wirklich sagt, man erklärt mit dieser Serie vielleicht das Auftauchen des neuen Bösewichts aus Godzilla Cross Kong. Und das Geheimnis, was in der Serie hier gelüftet wird, ist, dass Monarch da irgendwie mit zusammenhängt. Es kann auch Bullshit sein, was ich gerade erzähle, aber es könnte, das ist so meine Theorie, wahrscheinlich stimmt sie eh nicht, aber es würde zumindest irgendwie passen oder wir erfahren was ganz anderes. Mal gucken. Ebenfalls soll Godzilla auch eine relativ große Rolle spielen, also Godzilla wird nicht nur eine Nebenfigur in der gesamten Handlung sein, sondern er wird wohl wesentlich häufiger auftauchen und wir werden noch weitere Kaijus sehen, die wir in den Filmen bisher noch nicht gesehen haben und da habe ich mir auch kurz gedacht, okay, ihr erwähnt explizit, dass die Comics keine Rolle spielen und dann sagt ihr, es tauchen weitere Kaijus auf, die wir auf der Leinwand oder eben in den Filmen noch nicht gesehen haben. Hier steht nicht in den Comics gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vielleicht Kaijus nochmal wiederbringt, die in den Comics eine Rolle gespielt haben, aber trotzdem müssen wir eben die Comics nicht kennen, um zu verstehen, was das für ein Kaiju ist, wenn ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Lohnt es sich also extra dafür, Apple TV Plus anzuschaffen? Für alle Godzilla-Fans, ja, definitiv. Ich meine, wenn du zu den Menschen gehörst, die wirklich Apple einfach aus Grundprinzip boykottieren und mit einem T-Shirt rumläufst, ich vertraue keinen faulen Äpfeln, dann hast du eben einfach gelitten, dann geht's eben einfach jetzt nicht. Aber für alle anderen, Apple TV Plus kostet im Monat, ich werde es hier gerade mal einblenden, 6 Euro, 7 Euro oder irgendwas und damit macht ihr nichts falsch. Noch dazu könnt ihr bis zu 3 Monate kostenlos Apple TV Plus abonnieren, wenn ihr ein Apple-Gerät relativ frisch
euch zugelegt habt oder eben noch nicht aktiviert habt. Wenn du immer noch sagst, nee, ich bin davon eigentlich gar nicht überzeugt, ey, dann kannst du dich auf jeden Fall hier auf den Kanal freuen. Wir werden hier einen spoilerfreien Talk machen, wir werden einen Spoiler-Talk machen, wir werden Theorien besprechen, wir werden Analysen besprechen und eben auch selber analysieren. Und das einfach für jede einzelne Episode. Und es wird reichlich Content zu dieser Serie geben. Wie ist deine Meinung dazu? Freust du dich auf die Apple TV Plus Godzilla-Serie? Bist du gespannt drauf, warum das Ganze auch Monarch heißt? Bist du genauso gespannt wie ich, herauszufinden, was es damit wirklich auf sich hat? Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.